Auf jeden Fall sehe ich seit Corona die Welt anders. Die Frage ist, ob das uns auch im Nachgang noch im Gedächtnis bleibt. Ja, schon. Also ich glaube vor allem, ich habe mich selber noch mal ein bisschen in der Zeit besser kennengelernt, weil man sich ja dann doch letztendlich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, wenn man die ganze Zeit alleine zu Hause sitzt. Aber ich finde so viele positive Veränderungen auch, also dass man wirklich nicht für jedes Meeting, für 20 Minuten oder Stunde Meeting irgendwo jetzt nach Köln fliegen muss, sondern es einfach online machen kann. Man besinnt sich mehr auf bestimmte Werte, was ist einem wichtig und überlegt sich auch, was ist so oberflächlich in seinem Leben. Ich habe sehr viel nachgedacht über das Leben und die Wichtigkeit von Dingen, die Wichtigkeit von Zeit und wie man seine Zeit am besten nutzt, definitiv. Ich glaube, ich nehme eher mehr so diese kleinen Dinge und ich habe vor allem auch nochmal gemerkt, wie wichtig Freundschaften sind. Also das ist sehr wichtig und sollte man sich auch behalten, gute Freunde. Also das Nachdenken ist dazu gekommen. Wir müssen immer mehr begreifen, dass wir zusammenarbeiten müssen, wir Menschen. Also nicht nur Deutschland insgesamt oder Städte, Kommunen, sondern die ganze Welt, dass wir alle begreifen, da ist eine Krankheit und wir müssen versuchen, andere Menschen zu schützen vor dieser Krankheit. Und das heißt, dass jeder seinen Teil dazu beitragen.